Und jetzt haben wir die nächsten Freiwilligen. Das freut uns natürlich sehr. Zwei Damen. Und vielleicht nochmal gerade zum Revue passieren lassen, was überhaupt der Wissensstand ist. Was ist dann am 11. September? Das ist noch keine von Ihren Fragen. Was ist dann am 11. September 2001 passiert? Das war eine Terroristenattacke auf die Twin Towers in New York. Da sind zwei Flugzeuge reingeflogen mit einem Abstand von ein paar Minuten, glaube ich. Und es war auch eigentlich eine Attacke auf das Pentagon geplant, aber das ist dann gescheitert. Und da sind ziemlich viele Menschen gestorben und dort waren auch dann eben die Hilfe von der Feuerwehr war riesig groß und die haben sehr viele Menschen dann auch gerettet und ja, so groß. Das war im Jahr 2001, wurde schon gesagt. Sehr gut, dann können wir ja direkt mal, wir kennen auch schon mal den Rahmen und können wir ja direkt ins Gewinnspiel reinsteigen. Ne? Also fünf Fragen, wir lösen es dann am Ende auf und vier müssen nur richtig sein davon. Ne? Die erste Frage ist, wie viele Hochhäuser sind denn am 11. September gefallen, eingestürzt? Oh Gott. Also direkt im Zusammenhang mit diesen Anschlägen. Was jetzt sonst noch im Land umgestürzt ist, das meinen wir nicht, sondern... Okay, ich weiß gar nicht genau, das eine, das ist, die sind halt oben nur umgestürzt. Genau. Das ist zuerst in den einen Turm und dann in den anderen halt reingeflogen, also die müssten, waren eigentlich beide ziemlich kaputt. Aber umgestürzt, ganz... Also es geht darum, welche Hochhäuser völlig dann nach unten. Also die Twin Towers auf jeden Fall, die waren beide komplett kaputt. Also zwei? Ja. Drumrum zwei. Halt auch ein bisschen... Ich würde sagen zwei, weil das auch da die Hochhäuser außenrum nicht so hoch waren. Zwei. Okay. Ja, sag mal zwei. Okay. Nächste Frage. Wie viele Flüge waren an diesem Tag unterwegs, die den Terroristen zugeschrieben wurden? Ich würde sagen drei oder vier, weil da waren die zwei halt auf die Twin Towers und dann weiß ich nicht genau beim Pentagon, ob das ein Flugzeug war oder zwei, die eigentlich geplant waren, um da reinzugehen. Machen wir zwei. Nein, mindestens drei, Mama. Nee, also in zwei die in Pentagon, also vier insgesamt. Okay, also vier. Machen wir vier fest? Okay, sehr gut. Nächste Frage. Viele von denen oder die ersten Terroristen, die im Prinzip als solche identifiziert wurden oder als Täter identifiziert wurden, wurden an einem persönlichen Gegenstand festgemacht. Also zum Beispiel Saddam al-Zaqawi und zwei andere auch, wo dieser persönliche Gegenstand in der Nähe der Absturzstelle gefunden wurde und daran die identifiziert wurden. Was war das für ein Gegenstand? Davon habe ich jetzt noch nie was gehört. Ich auch nicht. Kann ich leider nicht beantworten. Vielleicht auch raten. Ich würde sagen, ein Messer. Mama. Was meinst du? Nein, irgendwas Subtileres. Aber das weiß ich jetzt gar nicht. Die Papiere vielleicht sogar. Die sind verbrannt eigentlich. Nein. Das ist irgendwie Gegenstand. Nein, das ist irgend so ein symbolischer Gegenstand, Mama. Also, dann sag was. Das habe ich nicht gesagt. Das kann schon auch was alles Mögliche sein. Also irgendwas, was der Person zugeordnet werden kann. Kann ich leider nicht beantworten. Ring oder sowas. Keine Ahnung. Also müssen wir raten. Ja, einfach raten dann. Also dann nehmen wir den Ring. Einen Ring, okay. Nächste Frage. Der Hauptverantwortliche oder der dafür als Hauptverantwortlicher im Raum steht, ist ja Osama Bin Laden. Ne? Und die Bin Laden-Familie ist eine Bauunternehmerfamilie gewesen, die auch mit der großen amerikanischen Ölunternehmerfamilie Geschäfte gemacht hat. Welche Familie ist diese amerikanische Ölunternehmerfamilie? Da habe ich jetzt leider auch noch nichts von gehört. Also sehr bekannt, müsste auf jeden Fall der Name, wenigstens zwei davon sind auch im Fernsehen und so weiter gewesen, also bekannt. Mama, das müsstest du eher wissen. Ich kann es auch nur raten, die Total-Gruppe, die Total-Öl-Gruppe. Aber wie Total? Die heißen, weiß ich nicht. Ja. Okay, nehmen wir das mal. Und die letzte Frage, Osama Bin Laden wurde ja 2003 in verschiedenen Ländern vermutet, ne, wo er sein könnte. Und dann wurde aber 2003 auch ein Land angegriffen von den Vereinigten Staaten. Wir suchen eines der Länder, in denen er vermutet wurde, und das Land, welches dann angegriffen wurde. Afghanistan? Pakistan und Afghanistan. Pakistan? Als die Länder, wo er vermutet wurde. Und welches wurde angegriffen? Afghanistan. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt kommen wir zur Auflösung. Also, die Türme, die eingestürzt sind, waren drei, nicht nur zwei. Denn es waren zuerst die Twin Towers, die runtergekommen sind, dann nacheinander. Ne? Und dann gab es aber auch das World Trade Center 7. Das ist ein etwas kleineres Hochhaus, aber auch in diesem Komplex gewesen, was, so war zumindest die Begründung, durch irgendwelche brennenden Teile dann auch angefangen hat zu brennen und dann aber auch so runtergerauscht ist etwas später. Also es waren drei. Flüge waren vier, richtig. Also
dass die ersten zwei sind natürlich in die Hochhäuser, das dritte ist ins Pentagon dann auch reingeflogen, also das Pentagon hat es auch erwischt, ne, das ist im Finanzbereich, im Finanzbüro dort eingeschlagen. Und das vierte Flugzeug ist dann bei Shanksville so auf dem Acker abgestürzt, sozusagen. Das hat sein Ziel wahrscheinlich nicht erreicht. Ja. Dann haben wir den persönlichen Gegenstand. Da waren sie eigentlich schon auf der richtigen Spur. Es sind die Ausweise gewesen. Also wie auch immer die überlebt haben sollen, aber die sind auf jeden Fall dort in der Nähe halt dann aufgefunden worden und konnten dann den Leuten zugeordnet werden. Ne? Also es waren immer die Ausweise. Das weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall war so die offizielle Begründung zumindest, dass hier aus den Flugzeugen irgendwie dann rausgeflattert oder durch die Explosion dann da in die Umgebung gekommen sind. Dann haben wir die Frage mit der Ölunternehmerfamilie und das waren die Bushs. Ja, also wo auch George W. Bush und George Bush Senior dazu gehören. Also die sind eine Ölunternehmerfamilie und die hatten auch, da lassen sich auch alte Beziehungen zu der Bauunternehmerfamilie Bin Laden aufweisen. Und zuletzt die Frage nach den Ländern, wo er vermutet wurde. Das war richtig, das war zum Beispiel Pakistan, Afghanistan, Sudan zum Beispiel auch. Und angegriffen wurde aber der Irak 2003. Ja, genau. Aber gut, wir hätten nur drei richtig gehabt. Ja, auch genau, das reicht leider nicht. Ja, genau. Ja? September. Vielen Dank für die... Vielen Dank auch für die Teilnahme, hat sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Dankeschön, schönen Tag, tschüss. I protest. Liebevolle Revolution.